Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge mit Gotham Knights. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir werden jetzt noch ein bisschen gemeinsam weiter reinzocken. Solltet ihr Bock haben, dass wir noch weiter zocken, das ganze Game hier auf dem Kanal, dann natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Mit einer kleinen Bewertung. Denn ja, ich weiß halt immer nicht, ob die Leute auch Bock haben auf solche Spiele, die jetzt nicht so allgemein super krass ankommen. Deswegen gerne Feedback da lassen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Gern zum Glockenturm zurück. Und ihr könnt gerne, Freunde, auch die Videobeschreibung abchecken. Wenn ihr Bock habt, euch das Game zu kaufen, günstiger, auch gerne meinen Partner abchecken. Link in der Videobeschreibung gibt es auch ein Gewinnspiel. Könnt ihr auch zum Beispiel das Game gewinnen. Kostenlos mitmachen. So, nach zwei, drei Verbrechen verhindert. Alles klar. Oh, Harley Quinn. Harley hat Batman also kontaktiert mit, keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Babs, Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach ab. Dann sehen wir schon. Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Oh. Warte. War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hat irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. An der Tafel hängen neue Infos. Okay, Kleiner. So. Okay. Meinst du echt, wir sollten dieser Harley-Sache nachgehen? Harley ist krank im Kopf, aber es bleibt ein genialer Kopf. Sie hat vielen Leuten geholfen, bevor sie auf Abwege geraten ist. Aber warum sollte sie Batman helfen? Oder uns? Bruce hat Kriminellen immer eine Chance gegeben, sich zu ändern. Vielleicht hat sie ans Aussteigen gedacht. Zwei Sekunden lang. Die machen ihre Rüstung mit einem 3D-Drucker? Was? Okay. Apropos Rüstung. Ich würde sagen, wir wechseln mal nochmal den Charakter, oder? Der kleine Tim Drake. So. Ach, guck mal hier, mit Red Hood war hier gerade was. Warte mal. Ganz kurz. Wie läuft der? Guckt euch das mal an. Will der den Naruto-Run machen oder was? Wenn sie wirklich keinen Anführer hat, dann sind sie absolut unberechenbar. Meinst du, sie geben zur Abwechslung mal Ruhe? Ich glaube kaum. Hätte ja sein können. Hat jetzt jede Figur irgendwie so eine Interaktion hier oder was? Das kann natürlich sein, ne? Was ist das denn hier? Arcade-Spiel? Spy Hunter? Midway Games. Spy Hunter? Ja. Hä? Achso, ich muss mit R1 Gas geben? Nee, hä? Ich hab jemanden abgeballert, aber wie, was wollt ihr von mir? Weg. Aus. Dr. Quinzel. Ah, tatsächlich. Okay, mit jeder Figur. Okay. Partie mit dem Geist, Alfred?
könnte man sagen. Ich beende mein letztes Spiel mit Bruce. Ich konnte das Brett nicht aus dem Manor retten, nur unsere Notizen. Wir haben jeden Zug notiert, damit wir das Spiel fortsetzen konnten, falls einer von uns ausfiel. Gewinnst du? Ich sehe nicht, wie Bruce dieses Spiel verlieren könnte. Bruce ist tot. Er gewinnt dein Spiel, aber ohne ihn sind wir verloren. Das möchte ich bezweifeln. Was, dass er tot ist? Nein, dass wir verlieren. Bruce' Rolle war wichtig. Aber er sah sich nie als die einzige Figur im Spiel. Also, ja, super sympathisch auf jeden Fall. Wie er da erstmal ankommt. Hey, eine Partie gegen einen Geist. Was soll das? Also merkt man doch sofort, dass er irgendwie so traurig da alleine rumsitzt. Also, sehr sympathisch auf jeden Fall. Black Canary. Kicking and Streaming, ah, cool. Okay. Ey, Spy Hunter, die Games kenne ich aber auch noch. Auf der PS2 war, glaube ich, Spy Hunter Gamer mal The Rock als Hauptfigur, wenn ich jetzt keinen Scheiß laber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder war das Vin Diesel? Einer von beiden auf jeden Fall. Wie der läuft, ich komme darauf nicht klar. Guck dich das mal an. Nach vorne! So, warte mal, lass uns mal ganz kurz wechseln. Um kurz die Interaktion hier zu haben. Ist bestimmt das Gespräch mit Nightwing, oder? Das war, was man schon die ganze Zeit gesehen hat, immer wieder mal. Was? Mir fiel gerade ein, wie wir gemeinsam gekocht haben und Tim, Bruce und Babs mit Tomatensauce bespritzt hat. Ich kann mich nicht erinnern. Was? Doch, natürlich. Das war in dem Jahr. Weißt du was? Vergiss es. Eine dumme Geschichte. Ich kenne auch eine Geschichte. In der bin ich tot. Dann werde ich von der Gehirnwäsche-Schleimgrube wiederbelebt. Hey, ich wollte... Weiß nicht, was schlimmer war. Einen Teil meines Lebens zu verlieren oder danach, als alle dachten, ich wäre kurz davor durchzudrehen. Tut mir leid, Jason. Wir hätten... Ich hätte dich nicht wie ein Außenseiter behandeln sollen. Mann, bist du ein Gutmensch. Natürlich warst du Erster. Die Musik, die tun so, als wäre jetzt Michael Myers. Na gut, aber finde ich ganz cool so, diese kleinen Momente, oder? Also finde ich eigentlich ganz nice. So, deswegen checken wir das mal ganz kurz hier mit Nightwing ab. Weil das ist auf jeden Fall das Interessante hier. Oder? Die Gespräche, die Story. Auf jeden Fall. Weißt du, was hier fehlt? Eine Katze. Nee, ein Hund. Hör mal, du brauchst keine Angst vor Mäusen zu haben, Grayson. Ich werde dir schon beistehen. Sehr witzig. Ich habe aber welche gesehen. Also, Katze. Besuch ihn doch. Ich soll was? Er ging zu deinem als... Besuch doch sein Grab. Du gehst auch nie. Ich starre ja auch nicht auf das da. Manchmal bist du echt ein Idiot, Grayson.
Ja. Neue E-Mails. Wie viele soll ich noch bekommen? So, warte. Jetzt nochmal ganz kurz mit Batgirl und dann gehen wir raus. In die freie Welt. Die Bat Family. Spiele als... Okay, alles klar. Meine, was geht ab? VT laufen! Was geht? So, wo ist ihr Moment jetzt? Hat sie keinen? Oder sehe ich ihn gerade nicht? Hä? Sie nicht, oder was? Anscheinend nicht. Oder ich bin blind. Na gut. Egal, ich wollte Robin mal ausprobieren. Ich wollte ihn mal ausprobieren. Mal gucken, was er so drauf hat. Also, Beweistafel. Haben wir irgendwas hier, irgendwas Neues, wo wir eine Herausforderung annehmen können? Batman und Harley haben gemeinsam an etwas gearbeitet. Möglicherweise hat es etwas mit seinen Nachforschungen über Langstrom zu tun. Nächster Schritt nach Blackgate und mit ihr reden. Okay, okay, alles klar. Gut, dann machen wir das doch. So, wartet. Ausrüstung. Anzug. Uah. Das sieht ja fürchterlich aus. Ja, das sieht... Ja, nee. Nee, das sieht echt nicht gut aus. Mit einer Steinschleuder ist er unterwegs, Brudi. Alles klar, weiß Bescheid. Nö. Fernkampf? Mod-Stile, das wird ja wahrscheinlich alles noch freigeschaltet. So, mit jedem Charakter natürlich erstmal die Fähigkeiten. Auch kritischer Schaden? Achso, sind die irgendwie gleich oder was? Sind die alle gleich aufgebaut? Ich weiß nicht. Ganz kurz mal. Batmans Batarangs. Achso. Wisst ihr noch, wie Bruce in der ganzen Stadt Batarangs für uns versteckt hat, damit wir Parkour üben? Ich glaube nicht, dass wir je alle gefunden haben. Was haltet ihr von einer kleinen Schatzsuche? Das wird eine kleine Reise in die Vergangenheit. Junge, Bruder, aber nicht 60 Stück. Nicht 60 Stück. Das hätte man vielleicht so cool machen können. Das hätte man vielleicht so cool machen können wie die Rucksäcke bei Spider-Man. Dass es so überschaubar ist und dass es vielleicht wirklich so eine Reise in die Vergangenheit ist. Weil ich glaube, er sagt es nur. Ich kann mir nicht vorstellen. Oder er meinte, dass da wirklich bei jedem einzelnen Battering, bei 60 Stück, dass es da irgendwie so eine kleine Mini-Story gibt. So eine kleine Geschichte. Geile Mucke, Bruder. Los geht's, Junge. Los geht's. Ab zu Harley Quinn. Da gehen wir noch gerne hin. Jo, hier kann man nicht durchbrettern? Auch so ein Punkt, wa? Mit dem Batmobil konntest du überall durch, ja. Wow, das ist voll Robin. Wow, das ist voll Robin. Woran hast du es erkannt, ey? Du, ich muss weg, ha? Ey, die tust so, als wäre sie die Ex von ihm. Hä? Wer hat Robin gerufen? Wer hat dich gerufen, Junge? Wer hat dich angesprochen, Leute? Wer bist du? Es geht gut mit der. Ja, ja, ist ja gut, Mensch. Ab nach Blackgate. Strafanstalt Blackgate. Viele böse Leute hier. In den Zellen und auch außerhalb. Okay, schauen wir doch mal. Wusstest du, dass Blackgate auf einem alten Fort aus der Kolonialzeit steht? Ich habe die Artikel gelesen. Hast du was gefunden? Ich habe die Baupläne gefunden und Unstimmigkeiten entdeckt. Im Westen könnte sich ein Eingang befinden. Danke, bin unterwegs. Junge, jetzt geh doch mal darüber, ey.
Weil springen kann man nicht, man kann ja gar nicht springen, ne? Okay, macht das automatisch, okay. Verstanden, Ma'am. Wenn dir Verbrecher entgegenkommen, weißt du, was zu tun ist? Ja, nee, weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Tipp jetzt wieder für ihn? Also manchmal denkst du dir, die wollen sich einfach nur gegenseitig trollen oder sowas, oder? Und die Ladezeiten sind auch nicht von schlechten Eltern, Freundin. Eieieiei. Kleiner Grinser. Also wie gesagt, guck mal hier. So schlecht sieht die Optik doch gar nicht aus für PS4. Ach nee, warte mal, ist ja PS4. Nein, Spaß. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber wie gesagt, ich find's jetzt so optisch gar nicht so schlecht. Es fehlen halt nur so, ich weiß nicht, wie gesagt, es fehlen halt einfach nur so mehr Details, mehr, dass mehr los ist auch auf dem Bild, weißt du, dass da auch in der Stadt mehr los ist und so weiter, das ist alles so leer und alles so, ja, also die Welt ist einfach nur wieder da, weißt du, bisher. Glockenturm, das Rotkehlchen ist in den Stall eingeflogen. Die Suche nach Harley Quinn beginnt. Das X auf ihrer Karte entspricht Zellenblock 3 hinter Nexus. Aber die Wärter haben dort ihre Patrouillen eingestellt. Gefangene unbeaufsichtigt zu lassen, ist nie eine gute Idee. Ich passe auf. Was ist diesmal passiert? Aber in der Ausbrecherhalle ist hingefallen. Da ist er das. Jeden Tag mehr Kaninchen. Was zur Hölle? Jetzt lass mal kämpfen hier. Oh, okay. Vom Kämpfen her ist es ganz cool, ja. Och, ey, Freunde, wisst ihr, was passiert ist gerade? Ich habe automatisch gerade Dreieck gedrückt auf den PS4-Controller, weil ich dachte, ey, den konter ich einfach weg. Geht der ja nicht. Komm her. Du alte Schrolle, ey. Geht ja leider nicht. Okay. Du weißt, dass er tot ist, oder? Es ist Robin, korrekt. Du Sackgesicht, ey. Wisst ihr, was auch ein bisschen schade ist? Dass nicht mal eine Combo-Anzeige ist. Also, wie viele Schläge du also als Combo hast. Was soll das, Alter? All das Geile im Kampf, was bei Batman so... Also vieles zumindest ist einfach nicht dabei. Was soll das? Das ist doch voll geil, oder? Das ist doch immer voll geil, die Combo so weit wie möglich hoch zu dran. Harley Quinn, ich komme! Moment. War das Harley? Oh, geil, Mann. Das ist geil. Das sieht nice aus hier. Definitiv auf dem richtigen. Ey, was geht denn, Jungs? Zack. Ich muss aber sagen, das Kämpfen mit ihm macht echt Spaß mit dem Stock hier, ey. Aber ich hab keinen Bock auf ihn, so. Nicht so wirklich, jedenfalls. Vermeide Schaden ist der Bonus, okay. Oh, was? Ich hab Schaden, weil... Junge, ich war mit einem kleinen Zeh in einer kleinen Mini-Flamme oder was? Hallo? Das ist lächerlich, ey. Da vorne ist nicht mal Feuer. Hier vorne ist nicht mal Feuer. Ach komm, das ist doch lächerlich. Jetzt wollte ich das eine Mal mal drauf achten. Weißt du? Ich muss ehrlich sagen, der macht schon ganz gut Spaß, Alter, Kollege. Ey, was ist denn hier? Ey, wirklich, ey. Nee. Das ist ja frech gewesen jetzt, oder?
Spatzenhirn! Ich hab von dir gehört. Der neue Wunderknabe. Du sollst ja mega schlau sein. Danke. Hab auch viel von dir gehört. Aha. War es zu viel verlangt, mich früher zu besuchen? Batman wollte, dass du etwas erledigst. Ich muss wissen, was. Wart mal ganz kurz. Das heißt ja, dass Bats tot ist. Wirklich. Nun gut. Er wollte, dass ich Täterprofile erstelle, weil ich ja eine geniale Psychiaterin bin. Hab deine Arbeiten gelesen. Eine Schande, dass du kriminell wurdest. Hey! Ich bin nicht kriminell! Ich werd missverstanden. Okay. Also, was hast du dann für Batman gemacht? Alles steht in diesem Buch. Aber es fehlt noch das Filetstück. Du musst noch jene Karte zurückverfolgen. Dann ist es perfekt. Eine Karteikarte? Wo ist die andere Hälfte? Ist unten im Archiv. Okay. Tschüssi. Okay. Danke dir, Schätzchen. Bis später. Das war also die berüchtigte Harley Quinn. Sie ist speziell. Hey, ihr Schweine! Lasst sie gehen! Das werdet ihr alle bereuen! Das werdet ihr alle bereuen, Mensch! Checkt er nichts? Der checkt nichts, ne? Komm her, komm her. Ey, oh, ja, es ist, also, ich muss ehrlich sagen, Robin ist ganz gut verkehrt. Oh, oh, das ist nicht gut. Hat der gerade den Insassen mit einer Schrotdecke ballert? Also, und der andere hat es überlebt, weil er einen Lebensbalken hat? Oder was ist gerade passiert? Hallo? Robin ist zurück, ja. Ich bin ja mal wirklich gespannt, ob die noch im Nachhinein neue Figuren hinzufügen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel vielleicht floppen könnte und dementsprechend gar nicht mehr so befüttert wird mit neuen Charakteren. Weil man könnte natürlich auch die anderen Robins reinmachen. Damien zum Beispiel, ne? Ist halt die Frage, ob er hier schon lebt. Ob die den kleinen Damien schon gemacht haben. Der gute Brucey und Talia mit Bienchen und Blümchen. Keine Ahnung, ob das schon passiert ist. Scheint ja nicht so, sonst wäre er wahrscheinlich am Start. Ne? Ich gehe mal davon aus. Man könnte Azrael noch reinnehmen. Man könnte den weiblichen Robin mit reinnehmen. Ich habe im Nexus einen Aufzug gesehen. Und noch andere Figuren. Er hat sich einen Knopf mit der Aufschrift Keller. Okay. Ach du Scheiße. Sieht gut aus heute. Okay, Junge, ich muss mal auf meine Lebensleiste achten. Ah!
Was ist das denn für ein scheiß Angriff von dem, ey? Ich sei einfach nur nach vorne latscht, wie so ein Idiot. Das glaubst du wohl selber nicht, oder? Aua, Mensch. Ich bin fast tot, ey. Ah, ich weiß nicht. Muss man erstmal mit klarkommen. Gut, Freunde. Ihr müsst leider jetzt mit dem Ende der Folge klarkommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst es mich gerne wissen. Like und kommentieren. Supporten auf jeden Fall. Wie gesagt, ich find's nicht schlecht. Ich find's jetzt nicht schlecht. Ja, ich find's nicht schlecht. Macht schon Spaß. Und mit dem Kämpfen macht eigentlich auch ganz gut Spaß. Ja. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.